Tja, auf vielfachem Wunsch schauen wir uns heute mal die deutschen Autobauer-Aktien an, also die drei wichtigsten Autobauer, die nach wie vor in Deutschland noch existent sind. Und das ist die Daimler, die Volkswagen, dazu gehört ja letztendlich auch Audi und Porsche und Lamborghini und der BMW-Konzern. Und gleich vorweg, ich bin in keine Autobauer investiert. Ich habe überhaupt gar keine Autoaktien und das schon seit Ewigkeiten. Bis auf die Tesla. Tesla-Aktie, die habe ich ja, das wissen ja meine Zuschauer, ja, schon des Öfteren immer mal wieder getradet. Aber die deutschen Autobauer sind einfach in einer momentanen Situation, wo einfach der Cashflow letztendlich, der freie Cashflow immer weiter sinkt, ja, geradewegs gegen Null geht. Das hat einfach zwei oder drei verschiedene sehr wichtige Faktoren. Sie sind einfach vom technischen Niveau her, was Elektromobilität betrifft, noch weit hinter ja, Tesla zum Beispiel und müssen hier einfach ganz stark investieren, um überhaupt den Anschluss nicht komplett zu verpassen. Und das bedeutet, dass sie letztendlich immer weiter investieren müssen und gleichzeitig aber die Margen sinken, beziehungsweise einfach die Nachfrage sinken wird weiter. Ja. Weil einfach auch andere Autobauer auf den Markt kommen werden, auch aus dem asiatischen Raum, die in der E-Mobilität wesentlich weiter sind schon wie wir, also sprich China und andere Länder. Ja, und das wird sich jetzt in den nächsten, meine Schätzungen sind 3 bis 5 Jahre, nicht gerade positiv auf die deutschen Autobauer auswirken. Die werden mindestens 5 Jahre brauchen, um sich, wenn sie es denn schaffen, hier den Anschluss wieder zu gewinnen. Und das werden sie auch dann nur schaffen, wenn sie hier eben überdimensional, also quasi auch die Aufholjagd hier vollziehen. Das heißt, überdimensional zu ihrem verfügbaren Cashflow investieren. Und das wird natürlich insgesamt die Gewinne reduzieren, quasi gegen Null gehen. Also letztendlich das, was übrig bleibt, und das wird sich auch weiterhin negativ auf die Aktienkurse auswirken und Dividenden werden natürlich schrumpfen. Ja, wir sehen jetzt hier noch ganz kurz die Chart, hier den Daimler-Benz Chart. Also für mich ist die Reihenfolge letztendlich der Autos, was die Autos als Produkt betrifft, ja, Audi, VW, dann Daimler, dann BMW. Von den Charts hier sind wir hier, also bei der Daimler, sehen wir ganz klar, dass wir einen starken Abwärtstrend haben, das schon seit 5 Jahren. Ne? Auch das Letzte, was da wieder rausgekommen ist als E-Mobil, also das Neue, der dieser. So ein SUV oder sowas war das, also ein bisschen die Konkurrenz zu irgend so einem Tesla-Modell. Ich bin da gar nicht so tief drin, weil mich das eigentlich auch gar nicht so stark interessiert, weil ich das einfach auch nicht als Investitionsobjekt im Sinn habe, deutsche Autobahn. Aber das ist ja auch wieder gefloppt, soweit ich, also die mussten ja wieder zurückgerufen werden. Davon wurden, ich weiß nicht, ein paar Tausend wurden verkauft, ja. Also im Prinzip lächerlich, was da momentan gerade stattfindet. Also in Konkurrenz zu, ja, was E-Mobilität betrifft und in Konkurrenz zu Tesla. Das heißt nicht, dass ich nicht selber deutsche Autos liebe, ja. Also ich liebe Audi. Der Golf ist für mich vielleicht das beste. Ja, der beste Volkswagen, der jemals produziert wurde. Ja, also ich liebe diese Autos. Wie gesagt, in der Reihenfolge Audi, Golf, also Volkswagen. Ja, auch der Passat ist ein schönes Auto und Lamborghini ist sowieso 10-mal besser wie Ferrari. Ja, auf jeden Fall. Und Mercedes gibt es auch wunderschöne Mercedes, aber das hat nichts mit Investment zu tun. Also es sind zwei Welten. Ja. Wenn Sie den VW-Konzern, das ist vielleicht der noch am weitesten fortgeschritten ist, was E-Mobilität betrifft, mit dem E-Golf, der ist ja wirklich das sozusagen das kleine Sahnehäubchen im Konzern. Ja. Es gibt jetzt auch einen neuen Porsche, einen E-Porsche, ich habe jetzt vergessen, wie der heißt, auf jeden Fall, der durchaus konkurrenzfähig ist zum S-Modell von Tesla.
Nur soweit ich weiß, wesentlich teurer. Aber das ist noch der beste Konzern von den dreien, ja. Tja, man sollte hier hoffen, dass die mal wieder auf die 200 zugehen. Also wenn du unbedingt also ich würde jetzt keine empfehlen, auf gar keinen Fall. Ich habe ja auch nichts von den deutschen Autobahnen im Portfolio und das schon lange nicht mehr und auch nicht vor, in den nächsten 5 Jahre da zu investieren. Aber wenn du irgendwie dir eine Aussage suchen müsstest, wenn ich jetzt gezwungen wäre, eine zu kaufen, dann wäre es die VW. Dann BMW, denen ist ja mal das ganze E-Team weggelaufen, haben dann irgendwie selbst irgendein Joint Venture gegründet, sind einfach nach China gegangen und so weiter, sind weit zurückgeworfen worden, weil die waren ja mit ihrem ersten E-Auto relativ früh dran, doch, also wesentlich früher wie Daimler-Benz. Dass man hier in München zumindest auch sehr häufig als wie heißen die jetzt nochmal, Car2Go oder so ähnlich, also diese Shared Autos, da sieht man die häufig rumfahren. Car2Go, glaube ich, heißt es. Oder mit Sixt kann man da was machen. Ich habe die Karte sogar, ich habe es nur so selten verwendet. Ich müsste jetzt erstmal nachschauen, wie die heißen. Ist mir jetzt auch egal. Auf jeden Fall diese Shared Autos, die man da so stundenweise ausmieten kann, das lohnt sich natürlich auch immer nur, wenn man halt quasi in gewissen Umkreis in München das benötigt. Na, ich bin jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt ein bisschen außerhalb wohnst, im Speckgürtel von München, also quasi, wenn es auch nur 5 Kilometer außerhalb von München ist, dann ist das System so bei Car2Go, auch mit diesen E-BMWs, betrifft es auch, dann darfst du es dann nicht abstellen. Ja? Also, du müsstest dann, das bringt dir dann auch nichts, wenn du jetzt nicht, auch selbst wenn du ja, im Speckgürtel wohnst von, denke, das ist einfach auch noch suboptimal, das ist halt einfach nur für Münchner, ja, zum Beispiel. Und du brauchst dann doch wieder das Taxi letztendlich. Und ja, auf jeden Fall auch nicht ganz so günstig, ne? Also du bist da gleich mal bei 26 Euro oder so, wenn du das mal eine Stunde oder was mietest, wenn du es auch nur irgendwo abstellst oder parkst, musst du es trotzdem weiter zahlen. Und ja, also wenn du jetzt da so mal 3, 4 Stunden so ein Ding mietest, na, dann kannst du auch gleich eins bei Sixt mieten, also tagesweise, und kommst dann letztendlich genauso günstig oder günstiger sogar nach weg. Also da ist auf jeden Fall noch Optimierungspotenzial, und in München ist einfach BMW sehr weit, und Mercedes hat auch noch mal ein paar so Smart Cars und so weiter, die man sich mieten kann stundenweise. Ist meiner Meinung nach leisten sich das nur gut besser Verdiener. Und ist es noch kein allgemein taugliches Modell auch. Ja, okay, das nur kurz abgeschweift zu diesen Shared Cars, weil wir sich auch ein Problem bekommen, dass immer mehr Autos, also man kann kaum noch irgendwo parken. Also ich wohne hier im Speckgürtel und wo man vor 10, 15 Jahren noch locker parken konnte, vor der Haustür muss ich jetzt schon 5-mal um die Runde kreisen, bis ich letztendlich irgendwo einen Parkplatz finde. Es wird alles zugebaut, es sind immer mehr Autos, also von daher sollte man sich da auch mal wirklich was einfallen lassen, was allgemein tauglich ist. Shared Cars, Modelle, die sich jeder leisten kann, weil ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Ja? Es kommt ja keiner mehr von A bis Z, von A nach B, wenn einfach jedes Jahr 50.000 neue Autos reingepumpt werden nach München, in so eine Hauptstadt, in so eine Großstadt. Ja. Die Straßen sind die gleichen wie vorher. Ja. Und ja, das bleibt abzuwarten. Hoffentlich kommt bald das autonome Fahren, ja, und dann sind die alle weg. Dann gibt es ein Autoverbot in der Innenstadt und fertig. Ja. Also braucht es sowieso kein Menschenauto in der Innenstadt. Ja. Okay, das werden wir alles noch sehen. Auf jeden Fall soweit zu diesen drei Aktien oder insgesamt. Weil es immer wieder ein Thema ist und weil ich es häufig gefragt werde, ja, Autobau, Autobau, ich bin ja auch ein Autofan und alles. Also das eine ist Autos cool finden, Autos gerne fahren, gerne Auto fahren, wohlgemerkt nicht in der Innenstadt. Und das andere ist investieren, investieren, es ist eine ganz andere Welt. Und da investiere ich garantiert in keine deutschen Autobauer und das auch nicht in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Ja, das ist soweit meine Meinung. Die 10 Minuten sind um. Und dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg, noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.